In nicht wenigen Ländern werden homosexuelle Bi- und Transgender-Personen heute noch strafrechtlich verfolgt. Bei uns war das auch der Fall bis vor wenigen Jahren. Das ist jetzt nicht mehr so, aber der Druck, der auf diese Minderheiten in der Gesellschaft lastet, ist noch immer sehr groß. Und wenn du einer dieser Minderheiten angehörst, es gibt viele, die euch unterstützen, es gibt viele, die gegen Homophobie öffentlich auftreten und sich dagegen engagieren. In diesem Sinn, es wird besser.